Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein richtig interessantes Video für euch, denn viele von euch haben ja mitbekommen, dass Bibi ein ganz komisches Video hochgeladen hat gestern und Julian hat gar kein Video hochgeladen und ich dachte mir, ich nehme mal so ein bisschen Stellung dazu. Bibi hat zwar gestern auch nochmal eine Instagram-Story gemacht, ich glaube gestern Nacht so gegen 1 oder so, hat sie nochmal geschrieben, dass sich keiner Sorgen machen braucht, dass es Julian und ihr super geht, weil total viele Fans haben unter das Video geschrieben, dass sie sich voll die Sorgen machen, was das denn soll, warum kein Video online gekommen ist, also kein richtiges Video online gekommen ist und was es denn mit diesem Video auf sich hat. 15 Sekunden oder 16 Sekunden geht dieses Video von Bibi, was sie gestern hochgeladen hat und zwar sieht man einfach nur dieses Fernsehstörbild und auch Störgeräusch und viele haben drunter spekuliert, ob Bibi denn nicht schwanger sei. Denn wenn man sich das Video ganz genau anschaut und das Ganze auch mal langsamer abspielt, ich kann euch das nämlich hier auch mal einblenden für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, wenn man das Ganze wirklich super, super langsam in Zeitlupe abspielt, sieht man bei Sekunde 3 die Zahl 12. Und so wurde spekuliert, ob Bibi nicht in der 12. Woche schwanger ist, weil ja ein Bild auf Instagram gepostet wurde, wo sie ein Kleid anhat und glaube ich auf so einer Schaukel sitzt, wo sie halt tatsächlich etwas schwanger aussieht. Muss man wirklich sagen, also da hat die wie so ein kleines Babybäuchlein, aber ich glaube, es liegt einfach an dem Wind und halt auch an diesem Kleid, was sie da trägt. Und ich glaube nicht, dass Bibi schwanger ist, weil sonst würde sie, glaube ich, nicht so ein komisches Video hochladen. Im Titel steht auch nur so ein komischer Pfeil. Auch ich habe echt lange spekuliert und habe mir so Gedanken gemacht, was will sie uns mit dem Video sagen? Und wie gesagt, ich habe mir auch die Kommentare durchgelesen, da stand ja, sie ist schwanger. Man könnte sich das auch wirklich denken, weil sie hat bei Sekunde 3 die Zahl 12 eingefügt, sozusagen 12. Schwangerschaftswoche oder so haben sich viele hergeleitet und halt auch das verdächtige Bild auf Instagram, aber ich glaube, das ist einfach nur richtige Spekulation, weil ich glaube nicht, dass Bibi so eine Art von Video hochladen würde, wenn sie schwanger wäre. Einfach so, um die Leute spekulieren zu lassen. Und gerade so ein Fernsehstörbild auch, das glaube ich halt irgendwie eher nicht. Also das ist für mich komplett ausgeschlossen gewesen. Und da habe ich weitergedacht und weitergedacht und weitergedacht und bin dann auf die Bilou-Seite gegangen, weil bei Julian war auch nicht zu finden. Und werde euch das hier auch nochmal ganz kurz zeigen. Also ich gehe auf MyBilou. Und Bilou hat vorgestern, also einen Tag bevor Bibis mysteriöses Video aufgetaucht ist, ein Bild gepostet und zwar dieses hier. Das sind ganz viele Bilou-Flaschen und hier steht drauf, welche Sorte kommt als nächstes. So, und das war vor 2 Tagen und Bibis Video ist 1 Tag alt. So, und wenn ihr jetzt einfach mal auf Bilou geht, also ich gehe jetzt mal mit meinem Handy auf die Seite von Bilou, das ist die offizielle Seite von Bilou, und wenn wir jetzt einfach mal auf Produkte gehen, sehen wir das hier. Also ganz üblich, ich werde euch das mal ganz kurz vorlesen und auch aufzählen. Also wir haben hier zum einen Tasty Donut, Sorte Nummer 1, dann haben wir Yummy Lemon, ist ja die neuere Sorte, Sorte Nummer 2. Dann haben wir hier nur für kurze Zeit erhältlich, also Limited Editions, das sind einmal Splashy Melon, Cherry Blossom und dann die Handschäume, die auch nur ja, sozusagen eine Limited Edition sind, und zwar Sweet Hands und Dreamy Hands. Und dann gibt es noch eine zweite Limited Edition, das ist Cherry Kisses und Plummy Kisses. Also diese Sorten werde ich jetzt einfach mal nicht dazu zählen, weil die, wie gesagt, nur Limited Editions sind und nicht im Standardsortiment sind. Dann lassen wir die Limited Editions aus, dann haben wir Coco Cocktail Nummer 3, Pink Melon Nummer 4, Slushy Apple Nummer 5, dann haben wir Cotton Candy Nummer 6, dann haben wir hier Fizzy Berry Nummer 7, Chocolate Cupcake Nummer 8, Lovely Peach Nummer 9, Creamy Mandarin Nummer 10 und Vanilla Cake Pop Nummer 11. So, dann haben wir noch eine Limited Edition, die nennt sich Happy Spring. Und die gibt es auch nicht im Standardsortiment. Und wir haben jetzt genau 11 Sorten zusammengezählt, die es im Handel gibt. Das heißt, die es im Standardsortiment gibt. Und mit der Nummer 12 wollte uns Bibi wahrscheinlich sagen, dass ihre 12. Sorte, die im Standardsortiment erhältlich sein wird, bald rauskommen wird. Und das sicherlich am Donnerstag. Und da bin ich eigentlich schon ziemlich sicher, weil was will man denn sonst mit der Zahl 12 und so einem komischen Bildschirm sagen? Ich glaube, sie möchte einfach nur viel, viel mehr Aufmerksamkeit für das nächste Video erzeugen, was dann am Donnerstag online kommen wird, entweder bei ihr oder bei Julian oder irgendwie ein verknüpftes Video von den beiden, das könnte ich mir auch gut vorstellen, weil sie dann auflösen will, was denn mit dem letzten Video am Sonntag gemeint war, sodass das halt mehr Aufmerksamkeit bekommt und sich ihre Duschschäume einfach besser verkaufen. Ist, glaube ich, eine super coole Werbestrategie, die Zuschauer an einem Videotag, sag ich mal, unglücklich zu machen mit so einem komischen Video, sodass dann alle Zuschauer, die sich dann auch Sorgen um sie gemacht haben und so weiter, das Ganze aufgelöst bekommen wollen und dann somit auf das Video von Donnerstag klicken. Also ich denke mal, dass es Donnerstag sein wird. Ihre Videotage sind ja Sonntag und Donnerstag.
Und ja, ich bin schon sehr gespannt, weil wie gesagt, das ist schon sehr, sehr verdächtig. 11 Bilou-Sorten gibt es im Standardsortiment, habe jetzt die Limited Editions nicht dazu gezählt und Bilou fragt einen Tag vorher, was denkt ihr, was als nächstes kommt? Also ich denke, das ist meine persönliche Meinung und somit meine Aufklärung zu dem Ganzen. Habe ich bisher auch noch nicht in den Kommentaren gelesen. Viele haben auch spekuliert, hat das was mit Bilou zu tun, aber keiner konnte sich so wirklich herleiten, ja, wie das Ganze sein kann und was es mit der Zahl 12 auf sich hat. Und ich habe mir echt mal die Zeit genommen und habe so ein bisschen recherchiert und mal nachgezählt und das könnte wirklich passen. Und ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so denkt oder was ihr gedacht habt. Das ist auch nur eine Theorie von mir. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich so auf der richtigen Spur liege. Weil warum sollte man sonst sowas hochladen? Und einen Tag davor fragt Bilou auf dem Instagram-Account, welche Sorte wird es als nächstes geben? Und dann taucht kein Video von Bibi auf. Also ist schon alles super, super verdächtig irgendwie. Und ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr mir mal eure Theorien in die Kommentare schreibt. Das interessiert mich nämlich total, was ihr darüber denkt. Und ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch dasselbe denkt wie ich oder ob das logisch war, was ich hier erzählt habe. Für mich klingt es wirklich super, super doll logisch. Aber ja, ich bin gespannt auf eure Spekulationen. Ich freue mich auf jeden Fall auf Bibis Video am Donnerstag, denn ich will natürlich auch sehen, was es mit diesem Video auf sich hatte. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch schon beim nächsten Video wieder und bis dann. Ciao!